Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, und in der letzten Folge sind wir ja endlich in der Binsenlache angekommen, wo wir auch direkt die ein oder andere, ja, Instanz, glaube ich, bekommen haben. Mit Akulf müssen wir reden, denn dieser hat uns, ja, einen Überraschungsmoment, ein paar Räuber zu erledigen. Ja, das kriegen wir hin. Machen wir direkt mal los. So. Okay. Räuber aus den braunen Landen haben ein Lager in der Binsenlache errichtet, von dem aus sie in Parzelebrand uralte Relikte plündern. Nach einem diplomatischen Versuch, die Räuber aus der Binsenlache zu vertreiben, will Arkulf drastischere Mittel ergreifen. So ist es. Deswegen gehen wir ihn auch direkt ansprechen und guck mal. Nun denn, Bolzendiel, es gibt kein Zurück mehr. Wir müssen diese Räuber erledigen oder beim Versuch sterben. Vorwärts, Eolingas! So, wir nehmen aber erstmal gleich mal das hier mit. So, zups. Und dann rein da. Da sind ja ein paar. Da. Thunländer Relikte sammeln wir auch gleich noch mit. Jo, warum nicht? Ja. Ah, jawoll. Ostlinge Relikte. Und ja. Schätze und hast du nicht gesehen und überhaupt. Ja, nur das lohnt sich doch hier. Hallo, Freunde. So, okay. Die hätten wir. Die nächsten sind schon da. Klumm. Alle weggepupst. So, mal gucken. Wir hatten ja, in der letzten Folge sind wir hier mehr oder minder im Alleingang durch. Vielleicht haben sich ja die Leute hier in der Instanz ein bisschen mehr vorbereitet. Wer weiß. Sieht momentan nicht so aus. Wir schnetzeln uns einfach durch hier. Also bei dem Versuch sterben, ich glaube, das kommt momentan nicht vor. Man weiß aber nie. So. Passen wir den mal kurz an. So, einmal ordentlich eine reingeballert. Noch ein Stückchen vor, damit ich dem auch ein bisschen anspritzeln kann. Abgeschlossen, Räuberbezwinger. Oh, das geht ja schnell. So. Neue Tat, Räuberbezwinger mittelschwer. Ja, schön. Sonst ist ja außer ein paar Punkten halt nicht viel dazu gekommen. Okay, so. Gab jetzt auch nicht viel, ne, die Tat. Ja, erstmal nur Ruf. Okay. Wir kämpfen uns durch die Binsenlache in Atzburg und in... Das ist keine Frage. Wir gewinnen hier jede Schlacht. Weil wir haben die Übermacht. Wäre doch geladen. So, okay. Ganz schön was zu schnitzeln heute mal wieder. Ganz schön was zu schnitzeln. Aber, ja, nicht so viel, dass wir nicht damit klarkommen. Hoho, geht direkt los. Das einzige Schade finde ich, ich kriege hier offensichtlich keinen Loot. Das ist schon schade, aber naja. Man kann ja nicht alles haben heutzutage. Auch noch. Ja, da kostet mir keine Heilung drauf gezaubert, während wir hier schon mal Ulfred und die anderen haben. Ja. So, okay, knallen wir dem ordentlich was rein. Das war Ulfert. Und, ja, gut, bei dem haben wir was bekommen. Das ist schön. So, Jagdauftrag. Räuber und Gendarm. Abgeschlossen. Sehr schön. Legendärer Gegenstand ist ein bisschen aufgestiegen. Und wir haben, einen kleinen Kram gekriegt. Was soll's. So, Akulf. Gut gemacht, Bolzendiel. Wir haben die Räuber vertrieben. Zumindest fürs Erste. Die sind unverwüstlich und werden vermutlich wiederkehren, aber dann deutlich geschwächt. Gut. Damit wir nicht geschwächt werden, werden wir jetzt hier zurückziehen. So. Schöne Sache. Wir sind wieder da. Backmund hat was für uns. Akulf hat was für uns. Gucken wir mal. Werdet ihr den Pferdeherren beistehen? So. Das beenden wir. Sieht aber nicht aus wie eine Epos-Quest, deswegen können wir es einfach so beenden. Schuhe. Ich bin jetzt langsam am überlegen, Wille, Schicksal. Ich behalte immer noch meine Schuhe, muss ich sagen.
Die gefallen mir immer noch besser, auch wenn die Rüstung schon mittlerweile fast 100 mehr, aber bei den Schuhen ist das nicht so wild. Die Münzen brauche ich glaube ich auch nicht. Nehmen wir das hier. So. Dann gucken wir mal. Benötigen eure Hilfe. Räuber und Gendarmen wiederholbar. Dies ist eine wiederholbare Aufgabe, die ihr noch nie erfüllt habt. Die Schatzsucher sind zurückgelassen. Wollt ihr benötigen eure Hilfe? Abteilung Geil, Artburg angreifen. Ja, okay. Nee. Haben wir gerade gemacht, auch wenn das wie die WDH ist, die wir noch nicht Was gemacht habt ihr mit haben. Aber egal. Zu schaffen? So. Jetzt beenden. Stolz die der Unländer. Die werden eure Hilfe benötigen. Nehmen wir an. Okay. Haben damit wieder ein bisschen was. Ich muss mal ganz kurz in die Liste gucken, denn das Epos, nicht dieses, das Epos sollten wir auch aktivieren, einfach damit wir wissen, was wir machen. Bringt Ostlings Relikte zu nach Wüstern in Alkufs Lager. Aha. Haben wir da nicht schon alles gesammelt gehabt? Ich glaube schon. Na, da ist ja Wüstern auch. Okay. Werdet ihr den Pferdeherren beistehen? Hervorragend, Boltaniel. Silberne Münzen nehmen wir mit. Ja, bla bla. Haben wir. Der Stolz des Ostens abgeschlossen. Die Rohirrim benötigen eure Hilfe. Wiederherstellen des Stolzes, nehmen wir an. War das tatsächlich die Quest? Hätte ich das jetzt lesen müssen? Nee, ist immer noch aktiv. Ja, gut, dann ist ja auch alles gut. Bin heute ein bisschen verwirrt, wie man sieht. Also, wie immer. Okay. Na gut, wir werden mal auf das Hotelhü gehen und uns direkt in Richtung des nächsten Questziels machen. Das ist, glaube ich, da hinten. Ja, ansonsten in den braunen Landen ist noch ein bisschen was, okay. Gut, dann da lang. Sprecht mit Amal und findet den Dunländer-Gesandten. Das kriegen wir, denke ich, hin. Auch wenn wir von hinten noch eine reingeballert kriegen. Ich finde das echt cool, dass er hier so gestruppig gewachsen ist. Gefällt mir durchaus hier. Auch wenn ich nicht so der Typ für Sumpf bin, ich mag's. Gut, Sumpf ist auch grün, ne? Aber Sumpf ist eher hier immer so sumpfiges Grün, braungrün. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsfarbe, aber nichtsdestotrotz. Hier ist Amal. So. Verletzter Stolz. Was benötigt ihr? Findet den Unländer Gedanken. Ja, kriegen wir hin. Wiederherstellung des Stolzens. Bringt die Relikte der Ostlings Hauptmanns. Ja, ja, hier, bitteschön. Dürfte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Gestrandete Waldmenschen. Soloaufgabe. Dämonenbinsen, bla 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 bla. Haben also offensichtlich wieder ein bisschen was mit euch sprechen? Schildkrötentier heute. Okay. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Okay. Dämonen in der Dürfte Binsenlage ich einen Augenblick mit euch sprechen? Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Damit haben wir auch ordentlich was zu tun. Finde die Baracke des Schürfers. Das kann ich eigentlich mal deaktivieren. Das brauchen wir momentan nicht. Ja, nee, wo ist es denn? Keine Diskussion. Rechne Ostlinge ausbessern, Binsenlager Ton, Binsenlager Erbanks. Wo ist denn die Brake? Hier unten. Da. Machen wir erstmal die Limklar-Schlucht aus. Die können wir später gerne noch angehen. Hat sich auch jemand direkt angeboten. Ich soll nur einfach mal anschreiben. Ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf. Ist aber für diese Aufnahme eh nicht geplant. Insofern ist es nicht so wild. So. Okay. Gucken wir aber erstmal hier. Auf jeden Fall danke für die Angebote, ne? Für die Hilfsangebote, sind immer toll. Ihr habt Bitok entdeckt, das ist toll. Hier ist auch jede Menge zu tun, wie es aussieht. Na, dann gehen wir mal hin. Oder seid ich ihr alles... Ich suche Vergeltung! Ja, ich weiß nicht, warum ihr mit mir sprechen wollt. Wir haben nicht. Euresgleichen nicht viel zu sagen. Die blauen Herren haben uns verboten, diese Lande anzugreifen. Gut, ja. Weil sie das verboten haben, haben wir wieder ein bisschen was. Wir müssen noch Avanks und Dingens besiegen. Das kriegen wir so nebenbei mit hin. Schildkröten brauchen wir auch. Und dann können wir ja gleich mal absteigen. Da ist schon die erste. Mhm. Na toll. Einmal betäubt hier, du kannst ja wohl. So. Da ist auch noch irgendwas. Das ist ein Grottbockkrieger. Ich glaube, die brauchte ich mal nicht. Naja, aber wenn wir schon mal da sind, können wir auch da ein bisschen mit hinhauen. So. Ich habe den Klauengrund entdeckt. Na, das ist ja toll. So, Grottbock hier brauche ich nicht. Grottbock arbeitet wahrscheinlich auch nicht. Guck mal ganz kurz von Weitem. Ich kann es nicht sehen, weil der wahrscheinlich nicht so weit entdeckt ist oder ich habe überhaupt nichts mit dem zu schaffen. Das kann natürlich auch sein. War wahrscheinlich auch das. So, okay. Ist egal. Avanks brauchen wir auch. Komm her, Kleiner. Oh, hier. Kleiner Schlumpf im Sumpf.
Krieger? Brauche ich euch Krieger noch? Ich frag nur. 9 euch brauche ich nicht mehr. Das ist gut. Da haben wir noch einen Avank. Damit der nicht zu einer unglaublichen Größe avanciert, machen wir den direkt platt. Sumpfavank, schön. Okay. Spritzel die Blitzel. 3. Den Arbeiter brauchen wir nicht. Den Arbeiter brauchen wir auch nicht. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ich bin am äußersten Rand des Randes. Das heißt, ich gehe mal in diese Richtung und guck mal, ob wir da noch was finden. Arbeiter. Schindkröte. Ja, das sieht doch gut aus. Hier liegt noch jede Menge anderes Zeug rum. Vielleicht kriegen wir auch noch ein bisschen mehr. So. So. Schindkröten heute. Goldbockkrieger. Avank. Okay, nehmen wir den noch mit. So. Ja, wir schnetzeln uns durch das dichte Schilf. Und so ein blödes Käferchen hilft. Ja. Oder auch nicht. Tschüss. So, hier entlang. Schindkröte, schön, schön, schön. Am Ende siehst du die gar nicht richtig, weil am Ende steht schon direkt vor der und da hast du es noch nicht mehr mitbekommen. So, musst du echt über die Karte navigieren. Aber ich finde das cool, muss ich echt sagen. Das war ein Arbeiter, den wollte ich eigentlich nicht haben. Ja, was du hast, hast du. So. Oh, hier geht's ein bisschen bergauf, aber das ist okay. Krieger. Windkröte. Nehmen wir mit. Zumal es eine Junge war. Einfach verdientes Geld, in Anführungsstrichen. So. Den Krieger brauchen wir zwar auch nicht. Aber der steht mir im Weg. Auf dem Weg zu eben dieser Schindkröte hier. Ja, toll. Tschüss, Schindkröte. Okay, hier drüben ist wieder ein bisschen was. Ein Krieger, ein Arbeiter. Ein Schilfhalm. Ich brauche, glaube ich, auch Schilfhalme. Der kriechende Schlamm, was? Haben wir entdeckt, okay. Arbeiter. Okay, ich habe kriechenden Schlamm entdeckt. Ich habe die Binsenlager erkundet und das ist auch vollständig, das ist cool. Ich habe einen weiteren Teil des großen Flusses erkundet, auch das ist vollständig cool. Und so, jetzt können wir erstmal kurz hier gucken. 5 Punkte. Ja. Coole Sache. Okay. So, Binsenlager Schlamm, warum ist denn hier? Habe ich hier irgendwas drunter? Meine Tastatur ist irgendwie. Ah, hier lag was drunter. Alles klar. So, okay. Machen wir erstmal hier noch den Schlamm weg. Also den Schilfhalm meine ich. Direkt nach dem Arbeiter. So, wunderbar. Die Dinger leuchten auf. Was seid ihr eigentlich? Binsenlager Schlamm. Das ist echt großer Schlamm. Gesammelter Binsenlager Ton. Ton, Schilf, Schilfton. So. Blöder Krieger. Die deiner Wege. Blöder Krieger. Lauf hier auf einem Stiege. So, ich sollte auch mal hier das hier mal aktivieren und mein Schweinchen rausholen. Das fühlt sich im Sumpf doch sehr wohl. Wie ein kleines Sumpfschwein. Da kann ich nicht. Da ist ein Grottbock-Krieger drin, aber das ist egal. So, also. Schilfhalm. Okay. Schlamm. Okay. Arbeiter. Boah, ey, kotzt mich nicht von hinten an, du. So was. Gleich mal die AOE rausgefeuert, weil ich gar nicht gesehen habe, wo der richtig ist. So, okay. Schilfrohre haben wir. Dann brauche ich noch ein bisschen Schlamm, wie es aussieht. Okay, hier sehe ich wieder, wo was ist. Gleich 2, ja. Na toll. Hier sehe ich die auch wieder leuchten hier. Toll. Stand ich daneben. So, ein Arbeiter. Hier. 2 Arbeiter. Gut. 4. 5. Und irgendwo muss noch einer sein. Da. 6.
Damit haben wir auch die, hoffe ich. Wisst ihr eigentlich, wenn ich richtig gezählt habe? Nee, einer fehlt noch. Bin zu doof zum Zählen, ganz offensichtlich. Da hinten leuchtet er aber schon. Dann flitzen wir mal dahin. Holen uns das Ding mit ab. Na komm. Einmal einsammeln. So, den Ton haben wir auch. Damit kann ich hier in die Richtung weiterziehen. Und eine Schildkröte mir angeln. Denn da brauchen wir ja auch noch ein bisschen was. Panzer, Fleisch, Beute. Jede Menge Beute halt. Nicht nur Beute, sondern Beute. So, okay. 5 von 6 Schildkrötenpanzer. Hier ist wieder nur ein Arbeiter. Und du bist auch nur ein Arbeiter. Ah, sowas brauchen wir nicht. Geh mal in die Richtung hier. Um potenziell vielleicht das eine oder andere zu sehen, wo wir nicht sehen. Arbeiter. Krieger. Krieger. Arbeiter. Schildkröte. Schön. Komm mal her. Vor allem, weil du so klein niedlich bist. So, heute haben wir fast fertig. Mhm. Krieger. Junge Kröte. Komm hier. Geh weg. So. Arbeiter, den Krieger brauchen wir auch nicht. Arbeiter. Avank. Nehmen wir mal Avank mit. Ja, ich weiß, ich werde verfolgt. Kriegen wir aber trotzdem so hin. So. Oh, der ging viel zu schnell tot. Naja. So, was kotzt mich an? Du da. Du verhinderst mich gerade, dass ich aufs Tierchen komme. Das müssen wir ändern. Okay. So, den Krieger lassen wir in Ruhe. Arbeiter. Krieger. Krieger. Schildkröte. Das ist sehr gut. Nehmen wir mit. Da hinten ist noch ein Avank. So. Panzer haben wir auch voll. Es fehlen noch tatsächlich Schildkrötenfleisch und davon jede Menge. Das ist scheinbar, sagen wir mal, von der Drop Chance ziemlich weit unten. Die Tierhäute, ja, die kriegen wir auch noch voll, aber das sollte nicht das Problem sein. So. Mal gucken, vielleicht wollte ich ja für große jagen. So. Also die Häute haben wir. Heute sind sie fertig. Na. So, fasse ich die Schildkröte mal an. Vielleicht kriege ich da auch noch ein bisschen Fleisch raus. Ja, okay. Das war wohl ja, negative Schildkröte, die war sehr mager. Da haben wir das Fleisch da gelassen. Auch mal nicht. Na gut. Aber immerhin, es fehlen nur noch 3, 4, 2. So. Und natürlich Avanks, jede Menge. Arbeiter. Krieger. Schildkröte, schön. Komm her, du. Gut, gut, gut. Lass mich vom Leben noch ein bisschen tot machen. Lass mich dein Fleisch sammeln. Oh, den wollte ich nicht. Naja, gut. Das Spiel reagiert. Oder zu früh, je nachdem, wie man es nimmt. So, Avank, den nehmen wir da natürlich noch mit. Ja, kein Reittier für das Stückchen. So. Gut. Und hopp. Oh, der hat aber auch nicht schwer gehabt, wie man hört. Arbeiter, gut. Gehen wir mal ein bisschen in die Richtung, wobei da unten ist auch schon was. Da müssen wir auch mal hin. Arbeiter, Schildkröte. Nehmen wir erstmal die Schildkröte mit. Komm her, Kleiner. So, nur noch eins von diesen Drops. Und dann müssen wir noch ein paar Avanks suchen. So. Gehen wir aber erstmal ganz kurz hier hin, weil da soll ich ja auch noch was abgeben. Ah, wenn wir schon mal da sind, komm, Arsch geleckt. So, Amal, hier, ein Teil haben wir schon fertig. Hier, bitteschön. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Beenden. Ja, keine Diskussion. Na, dann diskutieren wir nicht groß. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Da muss ich was benötigt machen. Ihr? Das beenden wir. Seid keine Angst. Warum Schwierigkeiten? Bleibt einen Moment. An. Dürfte ich euch einen Insekten, Moment eurer Zeit stehlen? Hab ich die ganze Zeit schon gemacht, die blöden Insekten weggesäckert. So, na gut, wir gehen mal in die Richtung, einfach nur, weil ich kann. Denn da ist noch eine Schildkröte dran. Wumm und wumm und wumm und wumm. Und die Schildkröte gefällt mir. Sehr schön.
Damit hätten wir das auch durch. Dann könnte ich die eigentlich gleich noch abgeben. Das ist ja, ja, vielleicht kriegen wir eine Folgequest, die schnell erledigt ist. So, was benötigt ihr? Jo, auf jeden Fall war die schnell erledigt. So, bleibt haben aber Moment. Noch ein bisschen was. Lasst das Ei nicht fallen. Oh je. Ja, gut. Okay, Schildkrötenei müssen wir sammeln. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Besiegt Schildkröten in der Binsenlara. Noch einmal. Okay. Und hier, ach so, das ist die Instanz. Ja, gut, dann machen wir die später. Genauer gesagt in der nächsten Folge, denn diese ist tatsächlich schon rum. Mensch, 20 Minuten, wir gehen so schnell. Ja, lassen wir es dabei. Leute, lasst einen Daumen da oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.